Und schon zum fünften Mal geben wir uns die Karten aus Whispers of the Old Gods. Heute mal nur mit einer Legi. Wie wir diese Part gestartet haben, ist uns aufgefallen, oder kurz vor dem Part, dass Blizzard genau in dem Moment zwei neue Karten veröffentlicht hat. Okay. Und wir die natürlich gleich reingepackt haben. Also die sind wirklich komplett frisch. Die ist von die eine Karte. Jetzt kommen wir mal hier. Eine Karte. Ja, Tada. ich bin natürlich auch wieder da, der Koopa. Ja, Kuba ist auch da. Und aber es werden nur für uns frisch sein, diese Karten, und nicht für die Zuschauer, weil die werden eher, also diese Parts, diesen Part, den ihr sehen werdet, wird halt nicht direkt an diesem Tag hochgeladen. Also schauen wir uns jetzt die Karten an. Zwar eine 9-Mana-Karte, 9-9, okay. Kann man schon mal ausrasten. Blood of the Ancient One. If you control two of these at the end of your turn, merge them into the Ancient One. Also, hier habe ich Oh. zwei. Ja. Ja. Blood of the Ancient One, 9-9. Also man kann einmal Blood of the Ancient One Turn 9 spielen, einmal Turn 10. Hat man zwei 9-9er. Wenn die wirklich es schaffen zu überleben, dann mal schauen, wer ist denn The Ancient One, Bernie? Das. The Ancient One. Eine 9-Mana 30-30-Karte. Ja, ist krass. Mir wurde schon vorher gesagt, dass halt eine 9-Mana Ja, 30-30-Karte ist. damals gab es aber noch nicht heute in der Früh haben sie erst die Ancient One, die Blood of the Ancient One vorgestellt. Okay, ja. Vorher dachte man sich so, Wett, 9-Mana 30-30, what the fuck, wenn wir uns auf den Arm nehmen. Natürlich ist es natürlich nicht so einfach zu spielen. Man muss erstmal halt mit Blood of the Ancient One vorbereiten. Und dann halt zu allen drei dieser Boys kann ich sagen, bevor die irgendwie angreifen oder irgendwie handeln können, es gibt sehr viel Removal. Die Blood of the Ancient One kann man natürlich auch noch durch Minions killen, aber wenn dann die Ancient One da ist, dann ist dieser auch nur noch durch Spells aufzuhalten. Dann hat der Gegner halt einen Turn noch Zeit, um zu schauen, habe ich jetzt Spells, kann ich den Typen erledigen oder werde ich jetzt gekillt? Außer man ist ein Warrior, der dann schon vorher ein bisschen Armor aufgespart hat, dann hat man noch einen zweiten Zug vielleicht Zeit. Oder man hat Taunt und kann so rauszögern das Ganze. Aber das Ja, ist. oder zum Taunt natürlich. Also ich jetzt zu diesen drei Buben da sagen kann, ist. Constructed viel zu langsam und viel zu Ja. unreliable. Die Karte ist auch als von Blizzard heute in der Früh angekündigt worden. Wie gestern halt, gestern Abend wurde der Ancient One veröffentlicht. Heute die dazugehörigen Blood of the Ancient One. Wurde ja auch erst gemunkelt, what the fuck die Karte und. Heute früh wurde von Blizzard bekannt gegeben, dass es eher eine Fun-Karte ist, eher für als Fun-Spiel, für Spieler, die ein Fun-Deck bauen wollen. Ja, also für dich, Ben. und deswegen, Blizzard hat es ja gesagt, also, und Bernie natürlich, Ben hat es gesagt, Blizzard hat es so halb zugegeben, zu unreliable, viel zu einfach irgendwie auszuradieren, dauert zu lange und braucht zu viel Anstrengung, deswegen ist es einfach, ist es schle eher schlecht, finde ich, die sowas in sein Deck zu packen. Also in Constructed gleich. Kannst du in Constructed gleich. Menosh. Für Constructed einfach nicht spielbar in der Arena, noch weniger. Ja, für eine Arena. In Genau. Funtext, vielleicht haben wir mal die Karten, weil Episch zurück bekomme ich ja auch nicht so leicht. Ja, dann noch zweimal zu bekommen. Ja, mal schauen. Sollten wir die Karten haben, vielleicht bauen wir mal ein Deck darum und haben etwas Spaß mit der Ancient One und probieren, können wir halt dazu Spaß, wie wir es machen. Man muss sehen. Aber Constructed, nein, nein. Wie ich immer sage, bevor wir uns das jetzt anschauen, was ich immer sagen kann, ist halt, dass halt gegenteilig zu Yu-Gi-Oh! Ist. In Yu-Gi-Oh! Kann man Decks um eine Karte rumbauen, weil man halt beliebig viele Fallen und Spells spielen kann und sowas und halt auch das ganze System anders ist. Da kann man ganz einfach ein ganzes Deck um eine Karte, um eine Win-Condition machen, aber bei Hearthstone funktioniert sowas nicht.
Bei Hearthstone kostet jede Karte dir was und du kannst nicht so viel, beliebig viele Spells und Secrets machen. Deswegen braucht man einen Hearthstone, um erfolgreich zu sein. Ein Deck mit vielen Win Conditions, ein Deck, was halt flexibel ist und alles. Und deswegen finde ich alle Decks, die einfach nur um eine riesige Karte darum basteln, funktioniert in Hearthstone einfach nicht. Deswegen Engine One nicht viable für Constructed. Aber vielleicht die Karte. Blood Warriors. Eine 3-Mana-Warrior-Karte. Und da sieht man irgendwie, dass ein Ork da halt eine Blutversion von sich macht oder so. Ich hoffe, da verliert er nicht zu viel Blut. Und zwar: Add a copy of each damaged friendly minion to your hand. Ja, wie man sieht, es arbeitet ja immer ganz viel damit zusammen, der Warrior mit halt Verletzten und so, mit verletzten Minions. Und wenn man das dann schlau anstellt, zum Beispiel, wenn du so ein volles Board hast und dann halt ein Whirlwind einsetzt und dann Blood Warriors, dann kann das dann ist es quasi eine schwächere Version von hier halt dem Medivh da, Mirror of Medivh oder so, hieß die Karte, die Echo Mage-Karte. auf Motiv. Echo of Medivh, quasi halt auch 4 Mana, nur dass halt das nur dann mit deinen geschwächten Dienern dann funktioniert. Ist dann auch eine, ja, ist auch eine Epic wie halt Echo. Puh, ich weiß jetzt nicht, ob ein Warrior das so braucht. Ich habe keine Ahnung, ob die Karte jetzt so Grim viable ist, weil. Patron. Aber okay, Grim Patron ist tot. Deswegen. Grim Patron ist tot, lang lebe Grim Patron. Nee. Spaß, Grim Patron. Nee, ich finde die nicht so klasse, weil es halt eine schlechtere Version ist von Echo of Medivh. Und halt, Echo of Medivh ist ein bisschen nützlicher für Mage, deswegen frage ich mich, ob das wirklich nützlich für einen Warrior wäre. Jetzt kommen wir zur Karte, die jetzt gerade ist. Also, der Green Britain Tod ist eher. Ja. Eher schlecht. Eher schlecht. Das ist die, was gerade verabschiedet wurde. Da sieht man Huffer, Leog und Huffer, Leog und Misha, genau, Misha. Glaube ich, sollen die darstellen. Ja. Oder halt. Und zwar 8 Mana Hunter, also das ist direkt schon ein schlechtes Zeichen. Call of the Wild. Summon all three Animal Companions. Pff, Bullshit. 8 Mana. Bullshit. Und nee. Erstens mal direkt, Animal Companions zählt ja davon, dass du es früh wie möglich einsetzen kannst und dadurch dann halt besonders dann durch Huffer schön dann im Early Game krasse Boys hast, mit denen du pushen kannst. Und dass du dann, also erstens, Hunter, es gibt keine erfolgreichen Control Hunter, deswegen Late Game Karten für einen Hunter sind erstmal direkt schon für mich schlechtes Zeichen, dass die Karte nichts wird. Und dann alle Free Animal Companions dann im Late Game erst zu haben, für 8 Mana, ist dann ziemlich nutzlos, wie ich finde. Animal. Ja, ist. Schauen wir das Ding zusammen, überlegt. Die drei Animal Companions, die es gibt, sind aber an sich gute Karten. Ja, In aber sich. nicht. Und alle mal auf alle drei, das fühlt auch mal im Board. Würde halt den Late Game Hunter etwas Spiel im Late Game geben, wo ja Hunter komplett tot ist. Wenn es ins Late Game geht, ist Hunter komplett verloren. Das ist so. Ja, deswegen, ein Hunter will halt nicht ins Late Game kommen. Ein Hunter setzt sein ganzes Deck dafür ein, so früh wie möglich den Gegner zu killen. Und da ist ein Call of the Wild ziemlich nutzlos. Deswegen gibt es auch keinen King Crush in Hunter-Decks. Der King Crush ist eine tolle, schöne Karte. 8-8, also 8-8 direkt mit Ansturm, mit Charge. Aber ich spiele trotzdem keiner. Die Karte ist super, aber für Hunter ist sie nutzlos. Meiner Meinung. Muss sehen, wie sich Hand entwickelt, aber was in der Akkumulator der Handmäßig. Nein. Also, solange da irgendwelche Hunter wird sich nie groß irgendwie in ein Control-Areal begeben. Alle erfolgreichen Hunter-Decks sind alle Aggro-Decks. Weil halt die Hero-Power so dazu Ja, beiträgt. jetzt haben wir den Gott. Okay, und da ist die nächste Götterkarte. Yisharij, Rage Unbound. At the end of your turn, put a minion from your deck into the battlefield. 10, 10, 10. Schon mal nett. Damit werden. Das Design dieses Gods, diese alten Gods, erinnert mich ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Diese
diese komischen Karten da, wo du immer so eine Münze geworfen hast und so. Und dann gab es immer einen positiven oder negativen Effekt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die hießen immer so RIV und XII und die eine Sartorius hat die mal eingesetzt. Weißt du, welche ich meine? Ja, du meinst diese Tarotkarten angelehnten, die. Genau, die. Vom Design erinnert mich die an eine Tarotkarte. Wo es halt die Tarotmonster. Moon und die ganzen Tarotmonster. Ja. So. From your taken to the battlefield. Wir kommen Ist in quasi. Yu-Gi-Oh! Kommen wir noch zu Sartorius. Wir wachen demnächst, ist Ach so, wer. die erste Staffel Yu-Gi-Oh! Ist demnächst abgeschlossen. Wenn Bernie sich mal den Anus aufreißt und die Parts mal vorbereitet und veröffentlicht, dann können wir auch weitermachen. Weil dadurch hat sich in den letzten Wochen ein bisschen verzögert, aber das ist ein anderes Thema. Es ist halt, wenn man das schaut, es ist quasi eine Art Varian Wrynn. Nur halt, dass man mit dem dann halt Safe Minions bekommt. ein Varian Wrynn, mit dem man erstens Safe Minions bekommt, zweitens einen besseren Buddy hat, und halt drittens, dies halt ständig ausgeführt wird mit den Minions. Das Problem hier, also nein, ist kein Problem, dann es kann natürlich sein, wenn du dann keine Minions mehr hast in deinem Deck, dann ist der Effekt ziemlich nutzlos. Das ist Hast erst aber noch Problem. einen guten Zweitens, Buddy. ich habe, es bringt ja auch nicht so viel. Du spielst ja diese Karte meistens für diesen Effekt. Der Vorteil von Varian Wrynn ist, dass halt drei Karten dadurch gedrawt werden. Und halt, durch Varian Wrynn möchtest du nicht unbedingt nur Minions bekommen, sondern auch Spells zu ziehen. Einfach halt Card Draw zu haben, ist ziemlich gut. Deswegen, wenn bei Varian Wrynn einfach halt kein Monster mehr übrig ist, ist es egal. Und halt 7-7 ist trotzdem ein krasser Buddy. Deswegen, Yashrash ist. Ich finde die Karte sehr interessant. Ich finde sie nett. Aber natürlich, Ich egal wie würde sie groß der als Buddy ist, bei positiv ansehen. Hearthstone. Nicht direkt positiv, aber meinetwegen. Ich würde sie positiv sagen. Sie scheint die bis jetzt. Sie sieht nett aus. Du kriegst auf jeden Fall garantiert ein Minion auf dein Feld am Ende des Zuges. Das ist auf jeden Fall der Vorteil, dass du direkt ein Minion kriegst, 10-10 und dann noch ein Minion. Du kannst dann natürlich, wenn du einen Decktracker hast, auch noch planen, was für Minions habe ich noch in meinem Deck übrig. Soll ich ein bisschen warten, bevor ich den spiele? Dann kann man ein bisschen variieren. Und deswegen, Ich muss mich kurz mal bei den sie ist Leuten, wirklich nett. ich muss mich kurz bei den Leuten kurz entschuldigen. Sollte gerade ich irgendwas geredet habe, was nichts mit den Hafs und Zug gehabt habe, weil ich glaube, Man hat dich nicht gehört, Ben. ja, Also ich ich habe dich habe mich nicht gehört. gegen dich gegenüber gemutet. Ich wurde angerufen und Ach also so, ja. nicht Hast du keinen wunder. Mute-Knopf in deinem Headset? Nee, ich habe kein Mute mehr auf dem Headset und habe mich nur gegen dich gemutet und Scheiß habe Headset. vergessen. Ja, hab vergessen, dass ich das Ding ist. Also das heißt, ich wurde kurz angerufen, nicht wundern. Also. Bernie, auf jeden Fall neues Headset bei dir angesagt, mit einem Mute-Knopf, ohne Orkan Ich und habe so ein weiter. neues Head schon ausgetestet, aber das hat nicht funktioniert. Das habe ich zurückgegeben, weil es scheiße war. Ja, das heißt aber jetzt nicht, dass du aufgeben musst, neue Headsets zu kaufen. Ja, wenn ich mal ein gescheites finde, nehme ich es auch. Und das schauen wir Direkt dann. eingestelltes gefunden. Ja, Egal. schön. Nächstes. Skiram Cultist. 6 Mana 7-6. Battlecry, give you Chatoon +2/+2, wherever it is. Eine weitere Chatoon-Karte. Brauchen wir nicht lange besprechen. Chatoon, wissen wir nicht, wie gut Chatoon wird. Chatoon bekommt jeder. Ist eine Karte, die Chatoon wieder weiter stärkt. Ist jetzt eigentlich fürs Late Game für Chatoon gedacht, also fürs spätere Spiel, weil wir haben jetzt bis jetzt viele Early Game Karten zu Chatoon gesehen. Jetzt hatten wir eine etwas Late Game-ige Karte. Ben, weißt du, wir sind einfach positiv, wir sehen es positiv und schätzen sie eher positiv ein, weil der Buddy ist gut und es pusht halt Chatoon weiter. Deswegen, es kommt immer darauf an, wie das Chatoon an Deck aussieht. Da setzt halt Blizzard ein bisschen Gamble rein. Das heißt, wenn Chatoon das Deck nicht funktioniert, dann fällt erstmal für diesen Set so viele Karten weg, die direkt nutzlos werden, Ich glaube, die 16 direkt. Karten, 16 Karten gehen in Ja. Chatoon rein. Ja, weißt du, das ist ein richtiges, so richtiges, ein richtiger Gamble, weil wenn der erfolgreich wird, super.
Aber wenn er nicht erfolgreich wird, was sind ich 16 als. Karten, sind 16 Karten, weil Erstmal nutzlos. weniger interessant. Ja, sind 16 Karten erstmal direkt nutzlos, direkt ungenutzt. Und dann kann sich Blizzard direkt wieder denken, was für eine Scheiße. Weil das ist eher nicht so gut. Das ist, finde ich, die wahrscheinlichere Option, die da passieren wird. Ja, aber sagen wir so, da Blizzard geht ja einen interessanten neuen Weg an sich. Ich sag mal, Jadoon wird wahrscheinlich gegen Constructed komplett untergehen. Ziemlich sicher geht Jadoon in Constructed komplett unter, weil er einfach viel zu langsam ist und viel zu viel von der Situation abhängt, dass du Jadoon aber ziehen musst. Ja. Weil die Karte, das Ganze, Haben wir schon mal erzählt. ja. Also, Das ist, du musst zu viel in ihn rein. du musst viel reinpumpen in ihm und das, ich weiß nicht, es ist eine interessante Karte, interessantes Spielprinzip, gibt Leute, die sich das probieren, hat einen interessanten Effekt, Wird aber nichts bringen, weil wir schon besprochen haben, dass wenn man Hearthstone und versucht, alles auf eine Karte zu setzen, wie zum Beispiel diesen Ancestor. Das bringt einfach nicht. So funktioniert Hearthstone nicht. Und da kann Blizzard machen, was sie wollen. mal wird sehen. Für feine Spiele, feine Runden, weil ich wäre ziemlich sicher sagen, dass ich und Copa vielleicht in Zukunft, wenn wir etwas mehr Zeit haben. Ja. Wenn. Nur so Können wir aus nebenbei. Fun einfach ganze Kartendecks mit gegeneinander Ja. spielen? Nur so nebenbei für alle Zuschauer hier. Ich war bis jetzt Jobsuche. Ich habe seit kurzem einen Job. Das heißt, ich werde jetzt auch weniger Zeit haben und weniger Parts veröffentlichen. Unregelmäßig, gut, das wird sich also nicht ändern. Ja, also ändert sich nichts für euch eigentlich. Egal, ob Bernie viel Zeit hat oder nicht, also groß anstrengen wird er sich trotzdem nicht. Vielleicht kommen da doch mehr Parts. Schauen wir mal. Nein, weiter. So, Ancient Harbinger. 6 Mana, 4, 6 at the start of your turn, put a 10-cost minion from your deck into your hand. Und da haben wir natürlich einen netten kleinen Push für die Götterkartendecks, Zum denn wir Beispiel haben für ja Chitun. gesagt, ja, denn wir haben ja gesagt, ach, was soll denn das? Die bringt's ja nichts, wenn du die ganzen Götterkarten hast, aber dann ziehst du sie nie. Und diese Karte soll quasi dafür Ins sorgen, dass. sichern dir, dass du die Karten auch wirklich ziehst, weil Ja. es wird Dass nicht du die viele Götterkarte auch Zehner, wirklich ziehst. es wird nicht viele Ja. Zehner Leagues geben. Diese Karte wird auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du eine Götterkarte dann am Ende in der Hand hast. Denn wenn du zum Beispiel zwei von denen dann reintust, dann ist die Wahrscheinlichkeit dann 3 von 30, dass du die Götterkarte dann ziehen wirst, anstatt nur 1 von 30. Was schon mal ein Ja, bisschen höher meistens wirst ist du wahrscheinlich und hat eine. dann noch einen Du Buff. wirst aber die Body 4-6, 6 passt, 4 ist vielleicht schwach für 6er Spot. Ja. Ist halt ein interessanter Effekt, bringt Geht. halt. Ist halt ein interessanter Effekt. Meistens spielst du wahrscheinlich eh nur auf eine einzige Götterkarte ein komplettes Deck. Ein Jadoon-Deck wird nicht auf die anderen Natürlich. Götterkarten bauen. Das heißt, du wirst deine einzige Götterkarte in der Hand bekommen. Das heißt, für den Gegner, oh fuck, ich muss aufpassen, da hat eine Götterkarte. Da hat eine Götterkarten sind. Wie auch in Yu-Gi-Oh! Ziemlich OP Game vom changing. Green Chain sind. Das ist mal neu und Aber interessant. selbst die Götterkartendecks sind nicht so erfolgreich in Yu-Gi-Oh! Ja. Waren sie auch damals nicht, weil es halt viel zu anstrengend ist, alles nur auf eine Karte zu setzen. Kannst du mal Aber kurz die Bildschirmerfahrung resetten? können ja. Will ich das? Ja. Hier. Cover. Wieder da Bild. Ja. Sagen wir so, für Götterkarten, da wir Götterkarten bis jetzt als eher positiv einschätzen, gehen wir die auch ins Positive. Für Götterkarten-Decks sicher hilfreich. Für Götterkartendecks sehr hilfreich. Also eher positiv. Nächste Karte. So, Steward of Darkshire, eine Paladin-Karte, 3 Mana, 3-3. Whenever you summon a 1-Health-Minion, give it the Divine Shield. bezüglich. Was haben wir da? Und natürlich wird das nicht auf die Rekruten gemacht, weil die nicht beschwört werden, sondern durch halt Spells oder Hero Power gespielt werden. Und zwar ist ja OP. Nee, das wäre auch auf die Rekruten. Du sammelst sie auch. Was? Gut. Zählt es jetzt auch auf die Rekruten? Das wäre. Es ist ja Sam Natürlich nicht. beschwören. Ja, gut, wir sammeln es nicht.
Nein, ja, Dings stimmt. da. Summon ist extra, das ist schon mehrere Male so bestätigt worden mit anderen Effekten mit Summon. Wenn du Summon ist nicht dasselbe wie Play irgendwie oder sowas. Weißt du, whenever you play a minion, das spielt ja zum Beispiel irgendwie triggert ein